Hallo mein Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir ein paar Schwarz-Weiß-Muffins oder man kann dazu auch Marmor-Muffins sagen. Wir stellen zuerst den hellen Teig her. Ihr verrührt Ei, Buttermilch, Öl und Zucker. Dann rührt ihr noch Mehl und Backpulver unter. Den hellen Teig haben wir jetzt fertig. Jetzt nehmt ihr euch eine Muffinform, legt die mit Papierförmchen aus und dann braucht ihr nur noch den hellen Teig darin zu verteilen. Verteilt den Teig schön gleichmäßig auf die ganzen Förmchen. Jetzt bereiten wir den dunklen Teig zu. Dazu rührt ihr Ei, Zucker und Vanillezucker, Öl und Milch. Dann rührt ihr Mehl und Backpulver unter. Und zum Schluss rührt ihr noch Puddingpulver Schokolade unter. Und damit haben wir dann den dunklen Teig auch fertig. Dann nehmt ihr wieder euer Muffinblech und füllt in die Mitte von euren Muffins ungefähr so einen Esslöffel dunklen Teig. Dann backt ihr die Muffins bei 180 Grad ungefähr 25 Minuten. Nach dem Backen lasst ihr die Muffins kurz in der Form abkühlen und dann braucht ihr sie nur noch aus der Form rauszuheben. Und so sehen jetzt unsere fertigen Muffins aus. Ich schneide jetzt nochmal einen Muffin durch, damit ihr das Ganze auch mal von innen seht. Und so sehen die Muffins dann von innen aus. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!